Wie oft haben sich viele schon gefragt, was sich denn eigentlich hinter den Gemäuern am alten Hafen verbirgt. Dort ist unter anderem die Visiotech GmbH zu Hause. Und die haben jetzt ganz spannende Pläne. So lautet eine der Fragen derzeit, kommt der erste vollautomatisch hergestellte Schuh aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Visiotech GmbH jedenfalls plant dies und noch so einiges mehr. So sind unter anderem Forschungsaktivitäten mit anschließender Errichtung einer Produktionsstätte, um einen Sportschuh mit nahtfreiem, komplett gestricktem Schaft und integrierter Sohle zu entwickeln und zu produzieren, längst in der Planung. Wirtschaftsminister Harry Glawe war heute auch mit vor Ort und übergab eine Fördermittelabsichtserklärung für das Vorhaben. Denn langfristig soll mit der Investition eine eigene Betriebsstätte und über 30 neue Arbeitsplätze in Wismar entstehen. Dafür will das Unternehmen knapp 20 Millionen Euro investieren. Und der Wunderschuh aus dem Unternehmen, das sich auch als Hidden Champion versteht, muss keine Vision bleiben. Bei Visiotech in Wismar.